herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr genießt noch die letzten warmen Restsommertage. Und bevor der Sommer um ist, habe ich für euch das traditionell persische Safraneis vorbereitet. Auf Persisch Bastani Sonnati. Viel Spaß beim Zuschauen und noch viel mehr Spaß beim Zubereiten und Verzehren. Safran in gemörserter Pulverform. Wie ihr das zubereiten könnt, seht ihr in meinem How-to-Safran-Video, das ich euch in die Infobox reinsetze und auch hier oben einmal verlinke. Und zu guter Letzt runde Waffeln. Das ist aber optional. Als allerersten Schritt die Sahne in einem flachen Behälter ausbreiten und einfrieren, bis das Ganze hart ist. Die Milch lauwarm erwärmen, in eine metallene Schüssel füllen und dann erstmal Zucker und Salz zusammen richtig gut vermischen und zu der lauwarmen Milch geben. An dieser Stelle, je fettiger die Milch, desto besser. Nachdem die Zuckerkristalle sich aufgelöst haben in der lauwarmen Milch, merkt man, dass die Milch schon so eine cremige Konsistenz bekommt, wegen des Salz, was da drin ist. Und dann anschließend das Rosenwasser und das Safranpulver hinzugeben, gut miteinander vermischen und komplett abkühlen lassen. Nachdem diese Mischung abgekühlt ist, für eine Stunde in den Gefrierschrank und jede Stunde und das Ganze für 5 bis 7 Mal wiederholen. Einmal die Stunde das Eis aus dem Gefrierschrank rausnehmen, gut umrühren, bis wir so eine cremige bzw. festere Konsistenz haben. Holen dann die festgefrorene Sahne aus dem Gefrierschrank, zerkleinern den Sahneblock und geben sie dann mit den Pistazienstiften in das Eis hinein. Und dann im Gefrierschrank komplett aushärten lassen. So sieht das Eis dann komplett fest aus und obwohl das Eis komplett ausgehärtet ist, hat es diese elastische Konsistenz und das macht das persische Eis aus und natürlich das Safranaroma. So, dann könnt ihr beim Essen das Eis entweder zwischen 2 Waffeln legen oder ganz normal im Becher, wo Bastani Sonnati auch noch immer gerne kombiniert wird, ist im Möhrensaft, wie ich euch das im vorletzten Video gezeigt habe, seht ihr auch nochmal in den Verlinkungen, oder mit Glasnudeleis, also Vorlude. Und wie ihr Vorlude zubereiten könnt, habe ich euch auch schon mal gezeigt, verlinke ich euch auch gerne unten in der Infobox. Ansonsten, Freunde, genießt noch die letzten warmen Tage. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss!